aufmerksam Magnus zugehört hat, habe ich mich daran erinnert, dass ich als Kind viele Jahre lang, bis ich schon lange erwachsen war, geträumt habe, regelmäßig geträumt habe, dass man uns holen kommt. Meine Familie ist den Nazis glücklich nach England gekommen, weil die Engländer Hauspersonal gebraucht haben und weil mein Vater schon Arzt war. Meine Großeltern mütterlicherseits sind von diesem Platz hier aus nach Malikowskinetz deportiert worden, wo man sie an einem Montag ermordet hat, obwohl der Transport am Freitag angekommen ist, aber weil die Wachmannschaften bzw. die Erschießungsmannschaften am Wochenende nicht gearbeitet haben, hat man die Opfer sich selbst überlassen in geschlossenen Fliegergrund ohne Essen, ohne Wasser, um sie dann am Montag darauf aus den Waggons rauszutreiben und zu erschießen. Diese Geschichte hat mich natürlich geprägt, sie prägt auch meine Kinder und sie prägt auch, sie wird auch wahrscheinlich meine Enkelkinder prägen. Man kann nicht vergessen, wenn man einmal zu einer Gruppe von Menschen gehört hat, die nicht mehr als Menschen betrachtet werden. Ich bin aufgewachsen mit der Parole nie wieder und nicht vergessen. Wenn ich mich heute so umschaue, habe ich das Gefühl, dass alles vergessen ist und dass das nie wieder eine leere Formel ist. Ich glaube, dass wir alle die Verpflichtung haben, noch viel lauter zu schreien, als wir das eh schon tun. Das nie wieder wird zur hohlen Phrase, wenn ich mir anschaue, was sich rund um uns so abspielt. Und wie man heute wieder mit bestimmten Menschengruppen umgeht, nur weil sie sind, wer sie sind. Es geht auch wieder gegen Juden. Aber ich sage bewusst auch, weil das in Wirklichkeit ein kleiner Teil dessen ist, was jetzt passiert. Es geht gegen alle die, die einfach versuchen, in Frieden und in Ruhe und in Sicherheit zu leben. Und von denen in diesem Land, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern, die Behauptung verbreitet wird, dass sie uns etwas wegnehmen wollen. Man kann uns nichts wegnehmen. Wir sind so reich und es geht uns so gut. Es gibt nichts, was man uns wirklich wegnehmen könnte. Aber gerade deswegen werden wir immer unmenschlicher in diesem Land und in diesem Europa. Und ich glaube, dass wir, die wir hier versammelt sind, wirklich die Aufgabe haben, uns ganz massiv dagegen zu wenden und ganz laut dagegen zu schreien und immer dort aufzutreten, wo solche Dinge passieren. Was anderes fällt mir im Moment nicht ein und ich frage mich die ganze Zeit schon, was man sonst noch tun könnte. Aber ich glaube, wenn viele laut schreien, dann muss man irgendwann gehört werden. Und das ist ganz wichtig. Dankeschön.